Ein doofer Mist. Herzlich willkommen zu 4 Minuten voller Schadenfreude, in der Sie sehen werden, wie ich, armes Schwein, aber so richtig leide. Schönen Gruß an Pauline. Volontärin hat dieses Thema vorgeschlagen. Ganz große Klasse. Denn hier wird nichts anderes aufgebaut als eine Folterkammer XXL. Das sind die letzten Hindernisse einer unsagbaren Quälerei, die immer mehr Anhänger findet. Getting Tough, the race in Rudolstadt. Und hier kommen die Chefs. Vorne Michael Kalinowski, genannt Kalinator, links Markus Erpelt. Die Erfinder dieses Cross-Hindernislaufs. Cross-Hindernislauf, mein Junge, ja. Der härteste Hindernislauf der Welt. Der härteste Hindernislauf der Welt. Ich, ja. Ne, noch Europas, aber diesmal kriegen wir den Titel. Hast du das verstanden? Du weißt schon, worauf du dich eingelassen hast. Das ist eine echte Drohung. Das ganze Ding ist 24 Kilometer lang. Genau. Schaffen wir jetzt nicht. Was habt ihr für mich jetzt hier so rausgesucht, die Perlen? Das reicht vollkommen aus, dass wir dich 5 Minuten lang zerlegen, ne? Vielleicht noch ein bisschen länger und dann gehst du schon auf Zahnfleisch. Die Sahnestücke haben wir dir ausgesucht. Genau. Nicht diskutieren, mach. Fertig? Ja. Komm, komm. Weiter, weiter, weiter. Wer kommt zu? Weiter. Sauber. Und hoch. Genau. Komm, Junge! Fuck! Zieh dich hoch! Nein! Komm! Ich verstehe deinen Enthusiasmus und so. Aber was ist daran schön? Was zu schaffen, was man sich vorher vielleicht nicht zugetraut hat. Grenze überschreiten. Wenn du das geschafft hast. Ich sehe erstmal nur Grenze gerade. Ja, aber das ist eine Erfahrung. Wenn du die mal gesammelt hast, da kannst du noch im Privaten profitieren von. Da kannst du im Beruflichen profitieren. Habt ihr das gemacht? Na klar. Ja. Ja. Klar. Wo wir gerade beim Beruflichen sind, Markus Erpelt ist hauptberuflich Schauspieler, hier zum Beispiel im Tatort. Sein Partner, Michael Kalinowski, ist seit Jahren Polizist in Thüringen und Getting Tough the Race ist das Baby der beiden. Und das hier ist die grausamste aller Herausforderungen. Das Freibad wird zum Stahlbad. 3 Grad minus draußen, drin kaum wärmer. Keine Ahnung, ob ich mich da durchtraue. Jetzt rede ich so lange wie möglich, um das Schlimme herauszuzögern. Ist das hier auch ein Wirtschaftsfaktor? Ja? Wie läuft denn das? Absolut. Also wir haben hier quasi von Freitag bis Sonntag komplett alle Hotels im Umkreis von 30, 35 Kilometer ausgelastet. Da kriegst du kein freies Zimmer. Ja, da sind wir sehr, sehr stolz drauf, dass wir unserer Region treu bleiben. Wir haben hier insgesamt 200 Arbeiter am Tag. Ja. Und wir nehmen wirklich nur Firmen aus dieser Region. Und jetzt wird's ernst. So wenig wie möglich anziehen, sagen die Jungs. Kamera auf den Kopf, einen dummen Spruch kassieren. Ja. Hast du eine Freundin oder Frau? Habe ich. Weil die jetzt momentan wirklich scheiße aussieht. Galgenhumor. Alter! Ab ins Elend. Boah, es ist kraut am Zwiebeln, es tut weh. Schaffst du, komm. Bleib rüber. Scheiße. Weiter hier. Was. Endlich raus aus der kalten Brühe. Der Hindernislauf danach ist dagegen fast angenehm. Langsam kommt die Wärme zurück. Erstmal Respekt und Anerkennung. Absoluter Wahnsinn. Du hast wirklich Eier bewiesen. Wenn du reinspringst, ja. Du erfasst den Schmerz erstmal. Ja. Erst nach dem ersten Baum. Okay. Und dann kriecht's rein. Du bekommst bei uns kostenlosen Start für nächstes Jahr. Halten wir es hiermit fest? Bist du dabei? Ich weiß noch nicht. Vielleicht. Ja oder nein? Ach komm, ja. Aber ich habe mich ja nur einen kleinen Bruchteil des ganzen Rennens durchgekämpft. Und hier quälen sich so viele durch. 24 Kilometer voller Herausforderungen. Jeder, der das hier durchsteht, ist für mich ein echter Held.